was no good to me dead. Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2 und zwar Helden vs. Schurken. Wir sind die Schurken und ich bin unterwegs mit Darth Maul. Hier sehen wir unser anderes Squad. Kylo, Grievous und auch noch den guten Darth Vader. Da haben wir auch schon die Feinde. Wir spielen auf Kamino, das heißt, es wird das große runtergestoßen, eventuell. Kommt ja immer so ein bisschen drauf an, wo die Leute forcieren möchten zu kämpfen. Manche Leute stellen sich ja dann immer in dieses Raum, in diesen großen Komplex hier rein. Und kämpfen gar nicht hier draußen rum. Ich finde das ein bisschen witziger mit dem Rumgestoße. Ich weiß, viele Leute mögen das auch gar nicht. Nur sagen dann immer, ah, Kamino und Kashyyyk, das ist doch einfach beschissen. Helden vs. Schurken da zu spielen. Ja, ich finde es immer ganz witzig eigentlich. Der Kylo versucht auch schon, die Leute runterzuschmeißen. Aber wir müssen natürlich ebenfalls aufpassen, denn die Gegner haben ja auch hier den guten Luke und den guten Annie. Beide können ganz gut runterwerfen. Der versucht es ja eher auf die klassische Art und Weise. Der Lando, so, weg mit dem. Fällt der runter? Ja. Erstmal ganz kurz regenerieren vielleicht. So, jetzt können wir es versuchen. Hier auch auf die klassische Art und Weise. Aber jetzt sollen wir wieder so ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir jetzt am Ende noch alles wegwerfen, ne? Sehr schön. Den ersten Punkt haben wir. Mein Team macht das sehr gut. Haben wir taktisch ganz gut hinbekommen. Den Lando haben wir runtergeschmissen. Die anderen beiden haben wir so auf klassische Art und Weise besiegt. Das schaut doch ganz gut aus. Aber wo ist denn eigentlich der letzte von denen? Bei Helden vs. Schurken haben wir... Ah, da ist er ja, der Yoda. Bei Helden vs. Schurken haben wir leider auch das Problem, dass die Teams total unbalanced sind. Ich mag Helden vs. Schurken zwar schon, aber ich freue mich schon, dass sie den Modus ändern wollen. Weil hier irgendwie so... ja, es ist sehr selten irgendwie so eine Runde, wo man sich wirklich denkt, so, ach geil, wie gut war die denn jetzt? Na toll, jetzt hat er den leider da drinnen gewürgt, als ich ihn gerade runterwerfen hätte wollen. Oh, da bin ich aber mit 4 Leben gestorben. Welche Fähigkeit war das denn wohl, wenn ich noch so 300 Leben übrig habe und die one-shottet mich? Hm. Da muss man nicht lange nachdenken. Da gibt es nur eine Fähigkeit, die so viel Schaden macht. Lando Calrissian haben wir trotzdem erwischt, das war gut. So, dann mal auf. Leider Gottes wirklich selten ein paar Runden gehabt, wo man bei Helden vs. Schurken wirklich geile, ausgeglichene Runden hat, wo dann auch keiner dabei ist, der so total beschissen spielt, sprich, dass er nur wegrennt, mit Boa Fett auf irgendwelche Dächer fliegt, sich absichtlich in irgendwas reinglitscht oder sowas, das kennt man ja auch leider viel zu häufig. Dass das 300 Leben abzieht, ne? Weil ich einen einzigen Hieb auf den gemacht habe. Einen. Glück gehabt. Das war knapp. Oh, weg mit dir. Nein, das ist schon wieder der Lando. Wie haben sie das denn? Das war der Kylo-Griff, oder? Das sah so aus, als hätte er den so hinten gepackt am Kragen, hat ihn so runtergeschmissen. So sah das eigentlich aus. Sehr schön, Gregor auch weggehauen. Ja, das wird eine gute, schnelle Runde hier. Mein Team, wie gesagt, unfassbar gut. Aber das sah ja richtig cool aus, wie der gerade den Lando so gepackt hat. Das sah echt so aus, als hätte Darth Vader den so hinten am Kragen gepackt. Und sag mal, jetzt lass das doch mal hier. Nein, das wollte ich doch machen. Komme ich da irgendwie so hoch? Nee, wahrscheinlich nicht von hier. Ich muss, glaube ich, einmal außen rumrennen. Ah. Ah, verdammter Mist. Aber immerhin habe ich noch überlebt. Aber die ignorieren wir, weil wir wollen aufs Ziel. Na gut, dann ignorieren wir die nicht, weil wir können ja hier auch Action machen. Na, schade. Aber jetzt können wir ihn nochmal im Rücken hauen. Ah, wie sie mich jetzt nur noch dran hindern, den zu erwischen da, den letzten Schlag drauf zu machen. Den letzten kleinen Hieb drauf zu hauen. Ja, komm, hau den Sohn da weg. Jawohl, und jetzt hinterher zu Annie. Zu dem kleinen guten Annie. Der rennt leider gerade die ganze Zeit nur weg. Das ist immer sehr nervig, sowas. Man dauerhaft nur... Besonders dieses Springen. Das Springen, es ist einfach leider Gottes sau effektiv in der Form. Das ist super nervig, gerade beim Imperator, das kennt man ja. Ne? Wenn die Gegner immer nur den hier machen, die ganze Zeit, da hat man als Lichtschwert hält, ist auch bescheuert. Wenn du einen Schlag in den Rücken kriegst, dann solltest du danach vielleicht nicht unbedingt. Ich meine, so ein kompletter Lichtschwerthieb durch den Rücken gezogen. Vielleicht ist es ein bisschen unlogisch, dass du danach einfach mal so 3 Meter wieder hochspringst, als wäre nichts gewesen. Vielleicht sollten sie da machen, dass das dann kurzzeitig disabled ist, wenn du einen an dir dran kleben hast, dass du die ganze Zeit rumspringen kannst, wie so ein bekloppter Gummibär. Wäre vielleicht ganz gut. Ach, wie viel Leben mir das habe ich. Das war Full Life, oder? Das war eine Sekunde. Das war eine Sekunde, die der aufgeladen hat. Wie viel Leben einem das einfach abzieht, ey.
Oh, das war lucky. Wie der geflogen ist, war super lucky. Ach, das Runterstoßen macht einfach Spaß. Es ist einfach witzig. Das klappt nicht, mein Freund. Wie er sich da noch so festhält. Das war ja super. Super, super, super. Ey, cool. Hat richtig Spaß gemacht, hier die Leute runterzustoßen. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach gleich die nächste Runde auch nochmal an. Also machen wir hier einen Cut und sehen uns gleich wieder beim großen Runterstoßen. Hoffentlich. Also bis gleich. Und damit geht's auch schon weiter in die nächste Runde. Das große Runterschubsen hat tatsächlich noch eine Weiterführung gefunden, denn wir spielen nochmal auf Kamino. Diesmal sind wir die Guten. Ich bin Luke Skywalker. Hab tatsächlich extra die Karte geändert, dass man mit Schub den Gegner weiterstößt. Mal gucken, ob sich das gelohnt hat oder ob sich dadurch vielleicht der ein oder andere sogar retten lässt. Das kommt ja hier immer so ein bisschen drauf an, ne? Da sind ja immer diese Wege unten lang, auf denen man dann auch ganz gut landen kann. Aber naja, ich hoffe, ich vergesse nicht die Karte wieder umzustellen, weil ich mag das eigentlich gar nicht, mit der Karte zu spielen. Also abgesehen von diesen Maps hier bei Helden vs. Schurken, aber naja, wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, inwiefern man nochmal hier die Leute gut runterstoßen kann. Eben hat das super geklappt, muss ich behaupten. Oder würde ich behaupten. Der hat sich irgendwie gar nicht gewehrt. Ist Darth Vader jetzt durch mich runtergefallen oder wie ist das passiert? Habe ich zwei Leute runtergestoßen mit einem Stoßer? Das wäre ja was. Als nächstes sind wir das Ziel. Im Krieg dieser Ort versinkt. Ja. Und, oh, das zählt leider nicht. Da hat die neue Mechanik gegriffen bei dem. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Weg mit euch. Da hat die neue Mechanik gegriffen, dass man ihn, während er seinen Machtgriff da nicht umstoßen kann, den Darth Maul. Das ist ganz cool, das ist mal, dass man das mal gesehen hat. So, das Ding ist ja auch gut, um Schaden zu machen. Wow, was ist das denn? Meister Windu dachte, ihr wärt hierfür nicht bereit. Wieso sind die denn so abgebounced davon? Seit wann geht das denn? Das ist ja super cool. Hallo? Komm, jetzt blockt doch hier nicht die ganze Tag und Nacht durch hier. Helft mir, Team. Greift das Ziel an und nicht den Darth Vader. Ah, so geht's auch. Come on, weg mit euch. Yes. Oh, das ist ja super, ey. Das macht ja super viel Spaß, die Leute hier runter zu kicken. Das kann ich nur empfehlen, die eine Karte, wo man weiter die Gegner wegstößt mit dem guten Luke. Das macht schon Spaß. Macht zwar nicht wirklich kontrolliert, also als ob ich jetzt gewusst habe, dass der da genau in dieses Loch fällt. Aber es ist verdammt witzig. Ja, es ist verdammt witzig, dieses Runterstoßen. So, der Emperor Palpatine ist da hinten am Rumhüpfen. Dieser schwarze Krieger, er ist ein Meister der dunklen Seite. Ah, die halten hier einen die ganze Zeit auch nur auf, ne? Ah, schade, da kam ich nicht durch. Ah, die Gegner versuchen hier ihr Ziel sehr gut zu verteidigen, aber ob da nicht die Offensive fehlt bei denen, ist die Frage. Und jetzt macht der Anakin natürlich wieder seinen Super-Duper-Move, mit dem er quasi alles tötet, was da drin steht, aber Obi-Wan ist leider gestorben. Jetzt haben sie mal einen Punkt gekriegt. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir 10-0 gewonnen, ne? Diesmal haben sie schon mal ein bisschen mehr erreicht. Ah, Darth Maul fällt direkt runter. Der Arme, das ist auch... Der ist genau so gelandet, dass er eigentlich quasi direkt danach sterben muss. Dass er nochmal aufsteht auf dieser komischen Rüstung da unten. Das war nur ein Nachteil für ihn. Nicht, dass der hier seinen Machtgriff macht auf mich und mich dadurch hier... Und weg mit ihm. Ah, das ist einfach witzig. Das ist einfach verdammt witzig. Nicht, dass er dabei seinen Machtgriff macht und mich auch nochmal runterzieht, aber mit Luke ist... Luke ist einfach der größte Runterschmeißer. Der größte Rausschmeißer. Der gute Luke. Kommst in die Bar und dann macht er einfach seinen Machtschub und du fliegst über alle Tische nach draußen. Wenn du dich da nicht benimmst in der Mos Eisley Bar. So erzählen sich die Legenden. Ah, ne, jetzt gehen sie da rein. Na, der fliegt auch nur durch die Gegend. Die Gegner eher chancenlos hier. Ich weiß gar nicht, wie das bei Darth Maul ist. Normalerweise ist es tatsächlich so, man kann immer, oder der Blockende gewinnt immer. Das heißt, wenn du blind drauf rein und drauf rumschlägst, bist du irgendwann ausdauerlos, während der andere noch Ausdauer hat. Ich weiß aber nicht genau, ob Darth Maul, ob das auf Darth Maul ebenfalls zutrifft oder halt eher nicht. Da bin ich mir unsicher. Da haben sie schon ihr nächstes Ziel. Komisch, dass der irgendwie nicht von meinem Macht, von meiner Macht affektiert wurde, obwohl der quasi eigentlich da so stand, dass er hätte getroffen werden müssen.
Wie im Training, da schubse ich die Phasma auch immer runter. Da ist er wieder, der Darth Maul. Da wollen wir doch mal angreifen. Mal gucken, was er macht. Er rennt weg. Ach nee, ich hoffe, jetzt rennt er nicht dauerhaft weg. Das wäre schrecklich. Ich hoffe, der rennt nur zu seinem Darth Maul-Kumpel, als zu seinem Kylo-Kumpel und greift jetzt auch wieder an. Na, wo bleiben meine Teammates? Okay, da ist einer. Nein, jetzt hat er es auch hingekriegt bei mir. Aber naja, das ist 1 gegen 1, Ziel gegen Ziel. Mal gucken, wo die anderen Verbündeten bleiben, weil Kylo und ich waren da. Die anderen waren wieder mal irgendwo verteilt. Das ist leider die Sache bei Helden vs. Schurken. Die spielen manchmal so komisch, die Leute. Da greift niemand einer das Ziel an und die laufen nur weg oder so. Also ich weiß nicht. Die Runden hier sind eigentlich bis dato relativ angenehm, muss ich sagen. Aber ganz häufig, also wenn man mich fragt, was ist der Modus, der dich am meisten aufregt in diesem Spiel, am häufigsten aufregt, dann ist es auf jeden Fall Helden vs. Schurken. Weil da gibt es Leute, die spielen einfach so beschissen. Das ist echt schrecklich. Der Darth Maul rennt wieder weg. Ich glaube, den Punkt werden wir nicht kriegen, weil der Darth Maul ist einfach. Darth Maul ist quasi unbesiegbar, wenn er wegrennt. Da kann man nichts gegen machen. Als heller, als Typ der hellen Seite ist man quasi aufgeschmissen, wenn die Gegner einen Boba Fett oder einen Darth Maul haben, der die ganze Zeit nur wegrennt. Da kannst du einfach nicht gegen. Da kannst du nichts gegen tun. Da musst du einfach verlieren, mit voller Absicht. Das mache ich dann auch manchmal. Da springe ich einfach mit voller Absicht auch runter. Weil Darth Maul ist halt einfach der schnellste Charakter im Spiel, was total bescheuert ist. Dass der einfach, wenn ich jetzt hier hinrenne, der da jetzt auch noch blocken kann, macht es ihm das nur noch leichter. Weil man ihn dann nicht mal mehr runterstoßen kann. Ja, der will mich auch nur runterwerfen. Aber leider Gottes greift auch keiner aus meinem Team mal an. Jetzt ist unser runtergefallen, oder was? Nee. Ja, das ist halt wirklich, das sind diese Phasen, wo man dann sagt, Helden vs. Schurken, das spiele ich erstmal wieder 2-3 Wochen lang nicht mehr. Das wird sich auch nicht ändern, bis sie da den neuen Modus machen. Solche Leute wie der, die machen den Modus halt leider einfach kaputt. Wie dieser Darth Maul hier. Die machen ihn einfach kaputt, jetzt rennt er wieder nur noch weg, bis er wieder seinen Machtgriff hat. Ist halt schrecklich. Wäre ich das Ziel von uns, wäre ich schon mit Absicht runtergedroppt, weil das zieht einfach nur unnötig das Spiel in die Länge. Guck mal das an, wie der rennt jetzt nur weg die ganze Zeit. Ist halt leider Gottes echt schrecklich, mit solchen Leuten zu spielen. Schade, einfach nur schade. Ich werde mal gucken, ob ich jetzt hier cutte, wenn das jetzt noch ein paar 3, 4, 5 Minuten dauert. Weil ich habe den Eindruck, unser Anakin will nicht sterben und deren Darth Maul macht halt die ganze Zeit nur den Move. Naja, was will man da tun? Ich denke, ich cutte hier einmal. So, endlich. Jetzt haben die Gegner unseren Anakin getötet. Das waren nochmal 3, 4 Minuten länger. Es ist wirklich schrecklich. Ich hoffe, dieser Darth Maul, weiß ich nicht, wird nicht nochmal das Ziel. Ich finde sowas einfach nur schrecklich. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob ihr das auch kennt. Also ich finde das wirklich einfach nur unfassbar schlimm, wenn da Leute dabei sind, die nur wegrennen. Das macht Helden vs. Schurken so kaputt. Es wird sich so oft gewünscht, Spiel Helden vs. Schurken. Ich mag den Modus nicht mehr. Mag den Modus absolut nicht mehr. Nicht, weil der Modus doof ist oder sowas, sondern einfach nur wegen solchen Spielern. Nur wegen solchen Spielern, die ganze Zeit nur wegrennen. Ich will ja auch nicht... Oh, hat sich gelohnt. Auch wenn ich runtergefallen bin dafür. Ich will ja auch nicht, dass sie in den Tod rennen. Ne? Versteht mich da nicht falsch. Die sollen ja ruhig kurzzeitig taktisch sich zurückziehen, zu ihrem Team rennen. Aber doch nicht die ganze Zeit nur wegrennen. Es ist so schlimm. Das gibt es leider viel zu häufig in diesem Spiel. So, da können wir einfach blind draufkloppen. Wenn das mehrere machen, ist irgendwann die Ausdauer weg und dann kann er nichts mehr. Ah. Oh, der Count Dooku fliegt. Oder ist denn das Ziel von denen? Ach, Count Dooku ist das Ziel von denen. Wie komme ich denn da jetzt gut dran vorbei, ist die Frage. Es war klar, dass er das so vorhat. Fallen beide runter? Ja, sehr schön. Sehr schön. Hauptsache, der Darth Maul wird nicht das Ziel. Sonst kann ich hier gleich wieder einen Cut reinhauen. Also, es tut mir auch sehr leid für die Leute, die das gerne komplett gucken wollen. Aber es ist jetzt auch ziemlich witzlos, dann zu sehen, wie ich dann 10 Minuten lang hinter einen Darth Maul hinterher renne, während der die ganze Zeit nur mit seiner Sprintattacke wegläuft. Ich glaube, da kann man sich auch was Schöneres oder Besseres anschauen. Und dann sind solche normalen Duelle hier, wo die Feinde auch wenigstens auf einen zukommen, wo das Ziel wenigstens sagt, hey, hier... Ich will kämpfen, ich will nicht die ganze Zeit nur wegrennen. Sind dann irgendwo interessanter. Ach, schade, stand dieses Spinnenbein im Weg, ne? Die sind beide nicht runtergefallen, deswegen. Die wären beide schön in den Abgrund, wäre dieses doofe Druidenbein da nicht davor gewesen. Aber Count Dooku ist anscheinend trotzdem gestorben. Sehr schön. Ihr könnt ja auch gerne mal sagen, welchen Helden ihr denn am liebsten spielt auf solchen Maps wie Kashyyyk oder hier
Kamino, ist das dann auch wirklich Luke Skywalker oder ist es dann vielleicht eher Darth Maul? Ist es dann vielleicht eher Kylo, wo man dann so ein bisschen mit dem Machtgriff arbeiten muss? Ist es dann vielleicht auch eher sowas wie Yoda, der das doch sehr schwierig macht mit diesem Runtergewerfe, finde ich? Oder dann doch lieber den Annie oder so? Bin mal gespannt, was ihr da als den besten Runterwerfer betiteln würdet. Jetzt bist du auf dich gestellt. Na nein, jetzt hat er den Schock noch auf mich gekriegt. Ich wollte mich gerade umdrehen und blocken. Aber das war zu langsam. Schade. So, da fliegen sie und kämpfen sie gegen die anderen beiden. Oh, Count Dooku wurde besiegt. Kylo hat noch überlebt, so wie es aussah. Ein Ziel nur noch. Das könnte es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, es wird nicht Darth Maul. Das wäre nämlich schrecklich. Ziel markiert. Kylo ist es. Okay. Kylo war immer ein fairer Typ. Der kämpft auch mit. Der stellt sich dem 1 gegen 1 Duell. Der stellt sich dem 2 gegen 2 Duell, sofern das irgendwie fair ist, greift er da auch einfach mal an. Das finde ich immer sehr angenehm. Zumindest war es bisher immer so. Jetzt rennen wir gerade leider Gottes hier einmal um den Block mit ihm. Ich glaube, der will auf unser Anakin-Ziel, ja. Das ist ja auch voll in Ordnung, ne? Warum sollte der jetzt gegen mich kämpfen wollen, wenn er da halt das Ziel angreifen kann von uns? Das ist ja vollkommen richtig so, wie der das gespielt hat. Da bin ich bloß ein bisschen doof gelaufen am Ende. Cool, damit haben wir gewonnen. Das war doch super. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hier nochmal ein bisschen Helden vs. Schurken zu spielen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Das Runterstoßen, das macht immer wieder Spaß. Ist natürlich nicht irgendwie was man immer spielen möchte. Aber mal zwischendrin ist auf jeden Fall super duper spaßig. Gut, damit war es auch mit der Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.